Hi. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smite Abyssed. Dieses Mal ist Freya dran. Eigentlich wollte der in Mitte gehen. Ich hab Vollmeta geschrieben, aber hat er geschrieben, er will auch in Mitte gehen. Er geht, okay, dann spiele ich jetzt Support, nehme ich auch gleich die nächste auf Nummer, gerne Nash auf. Hat aber gesagt, okay, gut, wenn du Mitte möchtest, ich kann auch Support spielen, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehe ich jetzt Support und es spielt jetzt Capri. Wir haben einen Kumbakan auf der Solo Lane, Izanami ADC und Tor Jungle. Ich hoffe mal, ich habe verstanden, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe gerade den Capri gelobt. Sie war auch total ein netter Typ. Hoffentlich bleibt es auch so und die Runde wird und die Runde wird nicht so, dass wir uns alle hassen gegenseitig. So, ist so. Ich muss gegen Nox. Bricht Nox meine 2 ab? Ist hier die Frage. Also, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also ich habe schon mal eine Runde aufgenommen gehabt und die lief eigentlich richtig gut. Nur hat, also ich weiß nicht, die haben wir glaube ich trotzdem gelost. Ich glaube, die haben wir gelost, aber trotzdem. Die lief recht gut, aber dann war aber das Problem, dass man die Smite gemeint hat, einfach hängen zu bleiben und sich nicht zu bewegen und sowas. Das war sehr schön. Soon you will feel the force of my back. You're in for a world of pain. Yeah. Nice job. Yeah, I'll take it easy on you. Enemies have returned. Soon you will feel the force of my back. Okay. You got this next round. Yeah. Nice drop shot. What did the tennis ball say when it got hit? That you're in for a world. Who's making all the racks? I bring the thunder and the lightning. Soon you will feel the force of my back. Okay. My bad. Shush. Well. Ein paar Schüsse. Quiet. On my way. My bad. Oh Mann, er hat aber mitgemacht. Das musste sein. Don't worry about it. Bye. Ist Nox schon wieder da? Also eigentlich hat Nox. Ja. Oder wann? Gleich. Das war wirklich. Wenn sie meinen Schaden nehmen zu wollen, ist okay. Okay. Ich werde jetzt noch poken, solange ich kann. Verdammt, keine Ahnung mehr. Ah. Also. Ihre Passi. Man halt. Oh Mann. Also, weil es passiver ist, dass sie. Mit den Abilities, also mit den Auto-Attacks. Ihre Nahkampf-Auto-Attacks bringen ihr Mana und Heilung. Ihre Fernkampf-Auto-Attacks bringen ihr kein Mana, nur Heilung. Also, ja, das ist. Eigentlich total gut, wenn also man bekommt irgendwie 20% Mana wieder und 2% Heilung oder so, wie war das? 6% Mana und 2% Heilung. Das ist mein Score-Entwurm. Was macht er da? Was wollte der jetzt da? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Guck, jetzt kann ich hier nochmal einen Autotext machen. Damit bekomme ich Mana wieder. Zack. Nax, die Nax. Nox ist nicht wirklich gut. Okay. Dann kann ich mal. Ich bin mir sicher, ich erkläre mal eins erstmal. Das ist einfach ein Autotext-Buff bei mir. Das gibt mir halt hier mein Schwert, das hier erst bei dem Skin ein ich weiß nicht, was das heißt. Ein Schläger ist, leuchtet halt kurz und ich habe 5 Sekunden lang einmal einen versteckten Auto-Attack. Also ich kann diesen Auto-Attack einmal einsetzen. Ist er da? Nee, okay. Hier aktivieren.
4 Sekunden lang, sorry, und zack. Also den nächsten Auto-Attack, den ich da mache, nachdem ich die Ability aktiviert habe, macht halt extra Schaden und macht um das Ziel, was ich getroffen habe, drumherum nochmal so sozusagen so eine Shockwave. Das kann man mit einer 2 verbinden. Meine 2 sind hier die Ranged Auto-Attacks, die ich einfach inzwischen nicht einfach wechseln kann. Entweder halt nah oder fern Auto-Attacks, kann ich entscheiden, wie ich das machen möchte. Hier kann ich auch mal 2 drücken, dann habe ich Fernkampf und wieder drauf, Nahkampf. Jeder Auto-Attack für Fernkampf nimmt halt Mana weg, 25 pro Schuss. Und dieses Mana kann ich halt wieder mit normalen Auto-Attacks aufladen, wie jemand von erklärt. Wenn ich meine 1 aktiviert habe und meine 2 dann bekommt, was ich vielleicht noch erzählt hatte, meine 2 geht durch alle Gegner durch. Also es ist sozusagen pierced durch alle Gegner. Wenn ich jetzt einmal auf die Wave schieße, zack, werden alle getroffen. So, war das. Interessant. Was macht sie da? Hi. Was ist denn euer Problem? ich muss einfach nur ein paar Autodecks machen und ich kann nicht killen. Ich sogar beide. The fuck? Autsch. Na, ich geh da wieder weg. Retreat! Check out my powers! Be right back! Ich kann nicht helfen, ich hab keine Mana. Oh doch, ich kann sie killen. Grand Slam Champ right here. Oh Mann. Okay, die Runde werden wir wahrscheinlich gewinnen. Na, ist nur einer gestorben jetzt. Hast man Double Kill gemacht, schön. Also, wie gesagt, meine 2 Gegner durch, wie ich meine 1 aktiviere und dann meine 2, oder andersrum erst, zack. Kommt der gleiche Effekt, als ob ich von nur einem Gegner angreifen würde, nur dass jeder Gegner durch das durchgeschossen wird, diesen Schaden bekommt. Also, zack. Haben alle Minions einmal dieses Drumherum bekommen. Hey. Und dann dasht sie weg. Oh Mann, die tut mir voll leid. Lass noch ein bisschen extra Schaden draufhauen. Autsch. Aber wenigstens stehe ich nicht mehr in der Ability drin. Also in dem Set von Darkness. In 8 Sekunden habe ich meine Ulti wieder. Ich weiß nicht, ob sie denn bei mir sein möchte. Geht sie back? Oh, die geht back. Schade. Oh, hi. Ich geh mal kurz. Okay. Gibt's da irgendwas, was die von mir wollen? Ich könnte einfach meine Ulti ansetzen, um wegzukommen. Ich muss mir jetzt keine Sorgen um mich machen. Echt zu sein, das ist verwirrend. So, ein paar Auto-Attacks machen und ich heile mich dann wieder. So, Minions greift mal. Natürlich greifen die mich an, weswegen auch immer. Und guck, da heile ich mich ein bisschen. Geh erstmal weg. Enemy Missing in the Middle. Meine 3 hab. Na, ich mach noch schnell die. Mach noch schnell die Wave. Damit Nox eingepusht wird. An enemy has been slain. Sorry. Retreat! Don't be right. Killing three. 3. Na, verdammt. Schade. Egal, das ist nicht so schlimm. Die Nox ist wirklich nicht gut. Oh Mann. Be careful, right lane. Left ist das scheiße. Be careful. Ist sie AFK? Das steht aber nur, okay.
Also meine drei hätte mich jetzt gleich fast gerettet, ist jetzt ein Zug gewesen. Ich mache halt hier dieses Feld. Das ist eine kurze Channeling-Ability. Und jeder, der in diesem Feld steht, wird in die Luft gehoben. Wenn sie in der Luft sind, kann man sie nicht angreifen. Sie können sich aber auch nicht bewegen. Man kann halt auf Cooldown oder so warten. Okay. So. Ultimate ist down. So. Kommt er ihn? Nein. Oh, Christus. Ultimate is down. Out of mana. My bad. Oh Mann, scheiße, ich hatte kein Mana mehr. Oh, fuck. Das ist eine 20 Mana. Okay. Ich sollte vielleicht. Alter, vorher. Oh, scheiße. Soll vielleicht nicht so gut sein, selbst schon 3 Kills. Scheiße. Enemy missing middle. Okay, dann bin ich jetzt mal einiges defensiver. Ich hätte da nicht reingehen dürfen. Du hast nicht gestorben, oder? Ich glaube nicht. Das wäre blöd gewesen. Ich hätte da auch gar nicht reingehen müssen. Egal. Wenn es so gewesen, kann ich nicht mehr verändern. So, ein bisschen Schaden. Ich kann meinen Damage-Buff schnell holen. Okay. On my way. Be right back. Ultimate is ready. Wo sind die denn? Enemy missing. Ist doch niemand. Okay. I'll defend middle lane. Okay. Ultimate is ready. On my way. Okay. Zack. Mit Freya ist es auch total einfach den Fight und sowas zu machen. Wenn man sich ja immer healt und so. Das ist noch pure Verzweiflung von denen, oder? Okay. Out of mana. Thanks. Ultimate is ready. Attack middle lane. Fuck. Alter, das macht natürlich viel Schaden. Ich mag Freya wirklich gerne. Sie wurde vor kurzem auch gereworked. Und halt, früher war die 2 halt eine einfach kurze Ability, die längere Zeit gehalten hat. Und die konnten halt nicht an- und ausschalten, haben halt trotzdem Ranged Auto-Attacks gegeben. Meine 2 hat mir auf meinen normalen Auto-Attacks einfach mehr Schaden gegeben. Killing spree. Here we go. I hope they enjoy being owned. Killing spree. Great shot. So, ich bin jetzt auch erklärt. Schade, das ist nicht da. Dann kann ich schnell in die Mitte. Oder ist der Damage-Buff noch da? Der Damage-Buff ist da. Hi, gib mir Mana. So. Jetzt ist Mana wieder geholt, jetzt kann ich schon zu Nox. Oh, schade. Keine Ahnung mehr, retreat. Out of mana.
Okay. 8-2, das ist eine tolle Runde. Da war entferne ich mal so eine Zeit lang, dass Freya irgendwie übertrieben OP war. Oh Gott, das macht voll viel Spaß. Heavenly Wings. Nicht Heavy Wings, sondern Heavenly Wings. Also meine Ulti ist, ich glaube, Valkyries irgendwas, wer ist das? Valkyries Descent, Discretion. Also ich kann zwar halbwegs gut Englisch, aber manche englische Wörter kann ich gar nicht aussprechen. Zack. So, ich geh mal kurz in... Dirt war vielleicht schon, genau. Geh mal kurz da drüber und um ein paar Kills. Guten Tag. Oh Gott, was passiert hier? Attack. Ich bin jetzt down, aber das bekommen wir irgendwie. Oh Mann. Also ich gehe in die Luft, bin in der Luft, man kann mich in der Luft nicht anfassen, also ich kann keinen Schaden bekommen in der Luft, außer halt durch Bleed oder Poison oder so. Dann kann ich 4 Outtakes machen, beziehungsweise 4 starke Angriffe, sozusagen 4 Bomben auf den Boden schießen. War knapp. Jetzt müssen wir mal wieder. Das ist wirklich gut mit, also halt mit der Auto mal wieder zu bekommen. Das fühlt sich wirklich gut an eigentlich. Oder das wirklich? Oh, schade. So. Turnschaft ist da. So, ein bisschen Damage aufgeholt. Hi. Fuck. Oh, das Heilers hat mich so ein bisschen rausgeholt. Ich kann nicht mehr. Also. Das Problem ist, da steht nicht, wie lange man braucht, um in die Luft zu kommen, oder? Nee. Ich glaube, es dauert irgendwie, keine Ahnung, eine Sekunde, bis es in der Luft ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann halt noch kurze Zeit im Boden noch getroffen werden, auch wenn man schon in die Luft fliegt. Selbst wenn man dann schon ganz kurz oben ist, ist es ein bisschen beschwert. Naja. Wenn ich in der Luft bin, kann ich... Wie lange kann ich dann... Ich kann... Wie lange? Okay, 3,6 Sekunden kann ich in der Luft bleiben und kann in dieser Zeit 4 Schüsse abladen. Und 7 auf den Boden schießen. Diese Schüsse machen recht viel Schaden. So, es geht sogar. Spiel. Nein, nicht wirklich. Wenn das jetzt... Gott, ich hasse es. Ich wollte gerade sagen, ich beende kurz die Aufnahme und starte dann wieder neu, damit ich den Teil gespeichert habe, weil ich jetzt Angst habe, dass es immer wieder laggen könnte oder so. Aber es wird schon irgendwie. So, tschüss Minion Wave. Schade. Ha. Also es wäre eigentlich schon alles im Kit, das eigentlich ganz schön stark ist. Hi. Double kill! Grand Slam champ right here! Who next? Who next? Awesome. Star, yay! Ich würde sagen, Freya ist gar nicht stark. Also, sie muss wirklich was bekommen. Zack!
Quest soll schon den die Goldschuhe holen. So, schnell die Goldschuhe holen. Wie gesagt, das kann man total gut alleine machen. So. Grand Slam Champ right here. Also das sind glaube ich, wie schnell ich schieße. Ich gehe mal kurz left, damit ich schnell pushen kann. Da ein paar Minions sind. Ich sag immer leicht die holen. Das wäre vielleicht mal wichtig. Damit ich, auch wenn ich heil mich im Mana bekomme ich ja schnell wieder. Aber Leben halt irgendwie nicht so. Komm her, Minions. Ich würde jetzt gerne ein Tor zerstören. So. Ein bisschen Schaden drauf machen. Ich habe nicht mal gekriegt, dass Kumbakana so stark ist. Die sind alle drüben. Ich kann schnell hier angreifen. Komm, Minions. Die sind alle da, also. Na, fuck. Ich hab nicht, dass du das wolltest. Ich liebe das, I'm the greatest. Oh Mann, die tun mir irgendwie schon leid. Hylox, komm, wo bist du? Da ist er. Ich gehe mal wieder nach rechts, damit ich schnell weiter pushen kann. So, ich finde es traurig, dass die Gegner noch nicht surrendert haben. Also, das ist krass, ich stehe, nicht nur ich stehe so gut, sondern auch... Oh, okay, wenn man ganz schnell davon spricht. Okay, wartet kurz. Habe ich gerade nur Sicherheit gemacht, damit auch wirklich die Aufnahme gespeichert ist. Und nicht jetzt, dass es, wenn ich über dem Victory-Bildschirm einfach abkackt oder so. Das ist irgendwie ganz schön scheiße. Weil es eine tolle Runde ist. Und ich sehr ungern tolle Runden verliere. Huh. Grand Slam Champ right here. Badum bum badum bum badum badum bum 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 badum. Ho 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 ho. Bum bum badum bum. Ho 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 ho. Padow do do pata 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 pata. Pra 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 param pam param 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 pam param pam param pam param 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 pam param pam 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 param 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 pam pam param. Schnief, 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 schnief. Irgendwie will das Spiel mal zum Ende kommen. I can't remember to forget you. Jetzt. Ich glaube, jetzt dürfte es gleich passieren, dass ich zurückkomme. Yay! Yay! Excellent! Oder? Also.
Ich habe jetzt 2 Minuten lang mit euch darüber geredet. So, Teamwork, Teamwork, Teamwork. Yeah, wie viel Schaden habe ich denn rausgekommen? 20.000 Schaden. Was ist mit Kumbab? Der hat gerade mal 2,5 Mage-Items. Oh Mann, die Jungle tut mir leid. Die muss wie Schmerzen gehabt haben. Aber auch die Nox. Bitte dürften nicht gar nicht fröhlich gewesen sein. Nicht gerade fröhlich gewesen sein. So. So, eine Treasure Chest. Mal schauen, was draufkommt. Oh, Athena Klemm. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen: Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr von sehen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Oder hier sind irgendwo Playlists verlinkt in dem Bildschirm. Dann daneben dürfte irgendwo ein Abo-Teil sein oder so. Könnt ihr gerne mal machen. Ich freue mich über mehr Leute, die meine Videos schauen und sowas. Und man ist schon irgendwie traurig. Falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Es zeigt mir auch, dass ich das Projekt weitermachen soll und sowas. Naja, okay. Ich will euch nicht weiter nerven. Nur danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.